Hallo, hier ist Christian Schemmeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg. Heute geht es mal um das schöne Thema Gesellschaft, Polarität und Sexualität. Ist ja eins meiner Lieblingsthemen. Und vielleicht habt ihr mal ein Video gesehen über diese Kussszenen in Filmen, die ja heutzutage immer von Frauen initiiert werden. Aber gut, ich habe einfach mal ein paar Gedanken dazu und werde euch wahrscheinlich auch nochmal einen Vortrag von einem Psychiater, den ich echt gut finde, hier drunter nochmal verlinken. Und ja, ich will einfach mal ein paar Gedanken dazu auch ein bisschen ausholen. Also die Sache ist ja die, ja, das weiß ich nicht, vor 70 Jahren, 80 Jahren auch davor auch noch eben so eine extrem biologische Sichtweise da war, so ein Biologismus. Und danach, ja, über viele Jahrzehnte eben so Gender-Theorien drin waren, die eigentlich fast so ein Gegenentwurf sind, dass man sagt, ja, die Biologie ist eigentlich, das ist jetzt mal gar nicht so wichtig, ne? Und es ist alles anerzogen und die Gesellschaft macht Männer und macht Frauen und also fast so ein, ich finde fast schon absurder Drift ins andere Extrem, so, ne? Was natürlich auch mit vielen anderen Punkten zusammenhängt. Man muss das immer wieder, denke ich, trennen. Polarität von Rechten. Natürlich sollen beide Geschlechter gleiche Rechte haben und alles, ist überhaupt keine Frage so. Aber in diesem Gender ist eben auch ganz viel Gleichmacherei drin, so, ne? Das war so ein Gegenentwurf. Und heutzutage gibt es wirklich super spannende Forschung zu Unterschieden zwischen Männern und Frauen, die man hätte vor 30 Jahren gar nicht machen können. Da wäre, weiß ich nicht, wäre gar nicht möglich gewesen, solche Forschungen zu machen, und die zeigen halt ganz schön, ja, dass Männer und Frauen einfach gut zusammenpassen, ne? Also gut, natürlich auch, müsste man jetzt nochmal, also das Gleiche gilt natürlich auch für homosexuelle Beziehungen. Ich versuche da gleich mal so ein bisschen den Bogen zu kriegen. Und einfach super zusammenpassen und sich einfach super ergänzen, aber auch eben mit unterschiedlichen Sachen. Also Männer und Frauen sind eben nicht gleich. Also es gibt da wirklich super viel Forschung, die eben zeigt, ja, wir sind nicht nur körperlich unterschiedlich, sondern auch, es lassen sich auch, ja, unterschiedliche psychische, also die Gehirne sind komplett unterschiedlich, so, ne? Mittlerweile muss man bei Gehirnstudien scheinbar immer dazu sagen, habe ich die an weiblichen Gehirnen gemacht oder männlichen Gehirnen, weil die so unterschiedlich sind, ne? Und natürlich kommen da auch unterschiedliche Stärken und Schwächen. Das heißt natürlich nicht immer, dass alle so sind, ne? Man kann das immer nur für Mittelwerte sagen, ne? Also so wie zum Beispiel Männer im Mittel größer sind als Frauen, heißt es natürlich nicht, dass es auf jeden Mann zutrifft oder nicht mal eine Frau größer sein kann als ein Mann, so, ne? Es gibt natürlich, im Einzelfall kann es immer auch mal andersrum sein oder ganz anders. Und ja, und das finde ich halt super spannend. Und was man sich, glaube ich, immer wieder klar machen muss, ist das ganze Thema, was ich auch immer wieder meine mit Polarität ist, für diese sexuelle Spannung und dass die Chemie da ist, brauchen wir halt Polarität. Und Polarität heißt eigentlich im Grunde genommen einfach nur, ich fahre ab auf die Unterschiede, so, ne? Also, weiß ich nicht, Frauen haben halt Busen, Männer nicht, und was weiß ich, Männer wachsen Bärte und Frauen nicht. Und kann ja auch wieder kommen, es gibt natürlich Unterschiede, ne? Aber egal. Manche Frauen haben vielleicht einen Bart, manche Männer nicht, aber im Mittel ist es natürlich so eine korrekte Aussage. Und das ist ja gerade das, was interessant ist, ne? Wenn wir Menschen hätten, die genauso sind wie wir. Ich meine, das ist total langweilig, ne? Das ist ja gerade das Interessante, dass wir, dass jemand anders ist als wir, so, ne? Und das, und letztlich ist das auch so bei Co-Abhängigkeit. Warum daten Co-Abhängige, also eher egozentrische Menschen, und andersrum? Es ist auch irgendwie interessant, diese Unterschiedlichkeit irgendwie, ne? Gut, dass es viel, dass es dann oft blöd ausgeht. Ist ein anderes Thema, das soll es jetzt mal heute nicht drum gehen, aber es ist halt interessant, dieses andere so, ne? Also das, was wir nicht haben, das sehen wir vielleicht in jemand anders. Also wenn ich zum Beispiel super empathisch bin, aber irgendwie totale Probleme, mich um mich zu kümmern, dann ist vielleicht jemand, der sich obsessiv um sich selber kreist, auf so eine crazy Art irgendwie.
So, hier ist leider ein Haken meiner Aufnahme. Ich habe es halt gesagt, ja, das ist eben natürlich auch zwischen co-abhängigen und egozentrischen Tendenzen, wenn man so will, eine Anziehung gibt wegen den Unterschieden. Und ich sage jetzt gleich, dass es eben Forschung gibt, dass Millennials, diese Generation ist, die am wenigsten Sex hat von allen vor uns, deutlich weniger, hatte 50% weniger Sexualität. Krass weniger Sex als Generationen wie meine zum Beispiel. Ne? Das war natürlich gut für unsere Generation, aber egal. Ja, ist doch abgefahren. Ja, und ich denke, das gibt sicherlich viele Gründe, aber ein Grund ist sicherlich, ja, das, also was zumindest, was ich sagen kann von meiner ja, jahrzehntelangen Paartherapiepraxis, ist wirklich, dass es also wirklich so viele Frauen sind, waren, das ist natürlich auch eine bestimmte Schnittgruppe oder Subgruppe, die in meine Praxis angekommen ist, die gesagt haben, oh Mann, ey, ich irgendwie, mein Mann, ja, ich bin ja froh, dass er nett ist und so, aber ach, kann er nicht ein bisschen mehr Mann mal sein, kann er nicht mal, weiß nicht, mal Sachen in die Hand nehmen oder mal mehr für sich einstehen oder mehr Rückgrat haben oder so, ja. Und ich habe so das Gefühl, da ist so keiner mit glücklich, so, ne? Das ist, also die Männer sind auch nicht damit glücklich, weil die wissen irgendwie, was soll man jetzt eigentlich sein, irgendwie, weil die Gesellschaft sagt, die Männer sollen, ja gut, mittlerweile, ich glaube, es ändert sich mittlerweile, aber hat vielleicht oder länger gesagt, ja, Männer sollen jetzt so und so sein und waren die Männer so und so und dann merken sie, aber die Frauen fangen gar nicht drauf ab. Und dann überlege ich mir, was mache ich denn jetzt irgendwie, ne? Und für Frauen ist es blöd, für Männer ist es blöd und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir so natürlich in Respekt und in Liebe, dass wir unterschiedlich sein dürfen und das auch abfeiern dürfen, dass wir unterschiedlich sind. Und das gilt natürlich auch für homosexuelle Beziehungen, weil gut, da ist es dann halt so schon so, dass man sagt, okay, ja, klar, ich stehe aufs gleiche Geschlecht, aber trotzdem ist es da auch so, dass diese Polarität braucht, ne? Dazu braucht es auch einen, der eher in der weiblichen Polarität ist und einen in der männlichen. Das ist auch, und auch selbst natürlich kann es auch bei heterosexuellen Paaren sein, dass der Mann in der weiblichen ist und die Frau in der männlichen und das passt super. Ne? Also das ist, wie gesagt, das muss nicht zwingend mit dem biologischen Geschlecht zusammenhängen, aber dass alles gleich ist, ist eben nicht gut so. Ne? Und vielleicht ist es sogar in homosexuellen Beziehungen so, dass man, weiß ich nicht, wenn man so einen Körper hat, dass man dann eher abfährt auf einen anderen Körper. Also ich weiß es nicht, da kenne ich jetzt aber keine Studien. Und ja, also ich denke, man sollte da wirklich, also ich würde mir wünschen, aber ich glaube auch, dass es so sein wird, dass die Gesellschaft da mal wieder einen anderen Weg einschlägt, weil ich meine, das wäre mal bei so einer Lesung gewesen, da haben mir wirklich echt die Leute gesagt, also ich glaube, die Männer haben mir da gesagt, bitte, die hätten echt, würden sich teilweise gar nicht mehr trauen, Frauen anzusprechen, weil das könnte ja irgendwie grenzüberschreitend rüberkommen, ne? Wo ich so denke, wie soll es gehen? Weil die Frauen wünschen sich ja, dass sie nicht die Männer ansprechen müssen, also dass der Mann auch seinen Job macht. Sage ich mal. Also natürlich dürfen Frauen auch Männer ansprechen, aber ich glaube, ganz viele Frauen, ja, die geben gerne Signale und die werfen sich gerne so, das zeigen sich gerne in der Umlaufbahn, aber hätten dann vielleicht doch gerne, dass der Mann sie anspricht. Und ich finde es auch okay, ja, natürlich kann es auch mal anders sein, das kann auch eine tolle Beziehung sein, aber ich glaube auch, dass viele Frauen, also im Schnitt, ne, im Durchschnitt, viele Frauen, ja, das auch gut finden, wenn der Mann den ersten Kuss macht und sagt, das ist ja nicht so, dass man nicht danach, Gott, kann natürlich jeder anfangen zu küssen und die, also ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Es ist ja, geht ja auch viel ums Dating irgendwie, aber auch in der Beziehung so. Ne? Und ich glaube, ja, nicht, dass eine Frau damit glücklich ist, also die meisten Frauen zumindest, wenn sie plötzlich so eine Rolle haben, wo man früher gedacht hätte, das war eigentlich die Rolle des Mannes so. Ne? Und der Mann vielleicht auch nicht, und das, keiner ist zufrieden und alle halten sich dann an, was die Gesellschaft sagt irgendwie und ja, das ist auch total unzufrieden, ne? Und hat keinen Sex mehr, ne? Also ich denke schon, dass man das respektvoll machen kann und trotzdem in seiner Polarität bleibt. Und eine Gefahr wollte ich auch noch ansprechen, dass dann sind die vielleicht die ganzen netten oder mittelnetten Männer
verhalten sich dann aufgrund dieses Medieneinflusses vielleicht nicht in ihrer Polarität und stoßen dann auf den Markt, wo es aber eine kleine Gruppe gibt von, bleiben wir jetzt mal bei Beispiel, also in einem Beispiel, dass, ja, dass es da eine Subgruppe gibt von Bad Guys, irgendwie meinetwegen egozentrischen Männern, die drauf scheißen, auf diese Regeln, voll in ihrer Polarität sind, aber eben, ja, nicht sehr nett vielleicht, ne? Und dann aber sicherlich eine große Attraktivität für viele Frauen ausstrahlen und dann die Frauen das Gefühl haben, boah, gibt es denn irgendwie nur die Bad Guys mit der Polarität, aber sind nicht nett. Und auf der anderen Seite wie die Netten, die nicht in der Polarität sind. Und das muss auch nicht so sein, ne? Also ist auch ein Aufruf an die netten Männer, kommt mehr in eure Polarität. Und ich denke, da würden wir alle von profitieren.